Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sind gerade bei Felix. Also bei Felix zu Hause, bei seinen Eltern. Das kennt ihr, glaube ich, noch gar nicht. Und die Kleine sitzt hier auch schon vor mir. Wir waren jetzt gerade noch ein bisschen was einkaufen, morgen fürs Frühstück. Bei Felix' Eltern sind gerade im Urlaub. Und genau, heute sind wir also allein hier zu Hause. Wir haben das ganze Haus für uns alleine. Heute ist Black Friday. Ich war vorhin schon mit meiner Mutter so ein bisschen los. Aber wir haben leider nicht so viel geschafft, weil wir noch ein paar Termine hatten. Und deswegen dachten wir uns, dass wir morgen noch mal kurz nach Hamburg fahren. Und da noch so ein bisschen shoppen gehen. Dann nehmen wir euch mit. Also nehmen wir euch dann morgen mit, wenn wir ein bisschen shoppen gehen noch. Ich wollte unbedingt noch zu Zara und zu H&M. Die haben ja richtig Rabatte, wurde mir gesagt. Rabatz. Rabatte. Genau. Und jetzt werden wir den Abend vor unserer Serie ausklingen lassen. Ich werde immer so oft auf Instagram gefragt, was wir denn so gucken. Im Moment gucken wir Blindspot und vorher haben wir geguckt. Das ist die Fernbedienung vergessen. Na, geht's doch nicht ohne? Nein. Was heißt? Okay, das war's mit Blindspot. Oh, fuck. Nein. Wir haben nächsten der schlägst nebenan. Auf anderen Ah, oh, Fernsehen. stimmt. Ah, oh, cool. Gut, ey. Also, ja, wir gucken Blindspot derzeit. Kann ich nur empfehlen. Ist mega geil. Vorher haben wir geguckt Blacklist. Ich glaube, es kennen ganz viele. Blacklist ist ja die Serie unter den Serien. Felix macht sich schon wieder zum Affen. Ja, genau. Also, wir waren jetzt gerade noch ein bisschen einkaufen, ein bisschen was gekauft und gleich werden wir bestellen, weil immer wenn wir hier sind, dann müssen wir bestellen bei einem Lieferanten. Schatz, ich kann mich so nicht konzentrieren. Weil das schmeckt so hammer da und ja, immer wenn wir da sind, müssen wir da bestellen. Das ist so geil, wenn sie so lacht und ihre Augen immer so zusammenknallen. Ja, gut. Also wir werden jetzt gleich bestellen und den Abend ausklingen lassen und euch morgen früh dann mitnehmen durch unseren Tag, wie wir ein bisschen durch Hamburg shoppen. Viel Spaß. Hallo und guten Morgen, meine Lieben. Ja, wir haben die Nacht ganz gut überstanden hier bei Felix. Ich schlafe ja immer nicht so gut bei ihm. Aber es war in Ordnung. Die Kleine schläft dafür immer umso besser. Ja, die Kleine ist ein bisschen erkältet und, oh Gott, was ist mit meinen Haaren hier heute los? Aber hat jetzt gerade noch mal 1,5 Stunden geschlafen und ist jetzt richtig happy, oder? Ja, nur am Griemen bist du, ne? Ja? Gott, sie ist so süß. So süß. Ja, sie spielt gerade auf dem Bett. Und wir haben schon gefrühstückt vorhin. Und jetzt wollte ich gleich einmal rüber zu Felix auf Arbeit. Und dann hat er auch schon in 2 Stunden Feierabend. Und dann wollen wir auch schon los, ein bisschen die Stadt unsicher machen. Bis nach Hamburg. Ne, mit dir zusammen. Vorher besuchen wir noch die Uroma und die Großtante. Ja, ganz viel zu tun haben wir heute noch. Ja, hier habe ich so das Gepäck. Stoffwindeln natürlich. Hier sind noch mehr. Wetbag mit Waschlappen zum Popo sauber machen. Unsere Kamera. Ganz viele Klamotten für die kleine Maus. Ihre Wickeltasche natürlich. Hier ist noch eine Überhose, die gerade auslüftet. Hier ist der Wetbag mit den dreckigen Sachen. Dreckwäsche. Genau. Lagert hier alles. Jetzt gerade ein bisschen das Fenster aufgemacht, aber es ist so warm hier drin. Und draußen. Es ist so kalt. Seht ihr das? Voll gefroren heute Nacht. Sieht aus wie Schnee, aber es hat nur gefroren. Es ist kein Schnee. Die kleine Mutter spielt hier mit der Fernbedienung. Normales Spielzeug ist langweilig, ne? Und sie hat so eine richtig süße Latzhose an. Die ist einfach so goldig. Die habe ich bei Mami-Kreise gekauft. Ich kaufe ja sehr, sehr gerne gebrauchte Klamotten. Und das war so ein Schnäppchen, unglaublich. Und die steht ihr einfach so gut. Seht ihr das? Oh Gott, das ist so süß. Lia, zeig mal deine Zähne. Lia? Haha, die hat jetzt schon 15, ne? Ja, Lia und ich haben Felix von der Arbeit abgeholt. Und jetzt essen wir kurz und dann fahren wir los, oder? Shopping! Die beiden essen, ja, das sieht lustig aus. Ja? Lia hat ein Brötchen. Lecker Brötle! Lecker?
Da ist der Felix. Jetzt sag mal Hallo. Hi. Felix ist jetzt unser Koch hier. Was sagen die Nudeln? Die sind spannend. Okay. Im Wasserbad? Mhm. Sauber. Soll ich da irgendwas machen? Nee. Rühren, ne? Ja, hol mal den Rührer. Mucki hat hier ihr Brötchen, ne? Ja, lecker. Boah, zeig mal dein Brötchen. Boah, schön wieder im Mund, ne? Lecker, 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 lecker. Röschen, hast du auch eine Nudel? Hast du auch eine Nudel? Lecker Nudeln. So, meine Lieben, wir sind jetzt auf dem Weg ins Einkaufszentrum. Haben jetzt gerade noch ein bisschen Mittagspause gemacht. Kleine noch mal eine kurze halbe Stunde geschlafen. Und jetzt haben wir alles gepackt und ja. Mal schauen, was wir so shoppen. Ich will auf jeden Fall zu H&M wegen Bodies für die kleine Maus gucken. Die haben ja auch 20% auf alles. Schauen wir einfach mal, was wir so finden. So, wir sind da. Haben den schönen My Junior dabei mit der mega geilen Federung. Ich liebe das. Ist noch ein bisschen dreckig vom Strand. Passt schon. Und man kann hier einfach komplett über Hamburg gucken. Das ist ja hier. Was sagst du, welcher kommt? Ich sage der. Oh. Das hört sich nicht gut an. Welcher sagst du, welcher kommt? Der. Ja. Der ist aber jetzt ganz unten. Der. Ja, aber der ist ja jetzt ganz unten. Ja. Wir sind da. Deine Sprite. So, waren einmal Wickel. Wickel, Wickel. Oh, die müssen wir noch einpacken. Ja, frisst du Papa wieder auf? Eine Stunde später komplett Duste. Willkommen im Winter. Oh, das Auto. So, meine Lieben, wir sind wieder bei Felix angekommen. Wir waren wirklich nur eine Stunde da und haben nichts gekauft. Also es war entweder alles komplett leer geräumt oder die haben die schönen Sachen alle beim Black Friday einfach mal weggeräumt. Also echt gar nichts. Nicht mal irgendwie bei Zara was für die Kleine. Bei H&M alles leer geräumt. Deswegen haben wir gar nichts gekauft. Wir waren dann noch kurz bei Rewe, haben uns jetzt hier alles für einen Hamburger und ein paar Hotdogs besorgt. Und machen uns da jetzt ein paar Hamburger und Hotdogs. Nee, ich hätte jetzt gedacht, griechisch. Ja, und dann kommen Felix Eltern gleich auch schon wieder. Die kriegen nichts ab. Die kriegen nichts ab. Aber hast du gesagt? Hallo, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Es ist heute Montag, das heißt, das Wochenende ist so rum. Gestern waren wir noch auf einem Weihnachtsmarkt. Haben den Tag so ein bisschen ausklingen lassen. Aber ja, mir ging es jetzt das Wochenende gar nicht gut. Irgendwie total Übelkeit und ja, irgendwie so ein bisschen Magen-Darm und so. Deswegen habe ich nicht so viel gefilmt. Jetzt schläft die Kleine gerade und ich dachte mir, ich zeige euch noch eben kurz, was wir gekauft haben und ein Paket, was in der Zeit auch noch ankommen, wo wir nicht zu Hause waren. Ja, gekauft habe ich einmal das hier alles bei Anthony's Family. Die hatten 30% auf alles und ja, da gab es dann so eine Turbo-Hose hier. Also die ist richtig schön gefüttert. Die haben wir auch schon in 86 mitgenommen, damit die schon ein bisschen größer ist. Genau, damit da noch schöne Strumpfhose unterpasst und auch ein schöner Windelpopo. Das war auch irgendwie die einzige, die hier einen relativ langen Hosenboden hatte, wegen den Stoffis halt. Ja, und die hat hier auch so Kniepatches. Ist ganz gut, wenn sie jetzt bald krabbelt. Und wie gesagt, echt richtig schön gefüttert.
Und da gab es, wie gesagt, 30% drauf. Das heißt, für die Hose haben wir nur noch 5 Euro bezahlt. Und das ist wirklich absolut in Ordnung. Dann brauchte sie unbedingt Socken, die ihr passen. Wir haben 1000 Socken, aber die sind alle zu klein. Und deswegen habe ich dieses Dreier-Set hier mitgenommen. Die haben so richtig süße Rüschen hier dran. Ja, so sehen die aus. Also hier haben die so richtig süße Rüschen dran. Und das haben die halt eben alle hier immer weiß, also rosa-weiß gepunktet. Und hier immer dunkelblau weiß gepunktet und die haben alle eben diese Rüschen dran. Fand ich total süß und endlich mal in ihrer Größe. Genau, das war nämlich eben das Problem. Wir haben einfach keine Socken in ihrer Größe. So, und dann gab es noch ein paar Strumpfhosen. Eine davon ist schon in der Wäsche. Das war nämlich die zweite hier von diesem Paket. Die hier ist richtig schön dick, ne? Ist so eine richtig dicke Strumpfhose. Und da gab es, wie gesagt, noch eine zweite zu, die ist komplett weiß mit ganz vielen bunten Sternen drauf. Und die ist hier so gestreift mit hier so einem Bärchen drauf und wie gesagt, richtig schön dick. Und da hat das Zweier-Set, ich glaube, 8 Euro gekostet und mit 30%, ne, könnt ihr euch selber rausrechnen. So, und dann gab es noch ein Dreierpaket normale Strumpfhosen, weil ich mich einfach in diese hier verliebt habe. Ich finde, die passt so schön zu Weihnachten und so. Und deswegen musste das ganze Set mit. Das ist einmal, wie gesagt, die erste. Ach so, die Strumpfhosen sind übrigens in 74,80. Könnten wir aber auch schon eine Nummer größer kaufen. Die passen nämlich auch nicht mehr so lang. Ja, so, die zweite ist diese hier. Auch richtig schön, das gleiche, einfach nur in lila. Und dann noch die dritte, ist zwar auch mega süß, aber nicht jetzt so mein Favorit, aber hier mit so einem Fuchs. Genau, das war eben dann noch so ein Dreier-Set, was wir da mitgenommen haben. Also das habe ich eigentlich alles nur am Black Friday gekauft. H&M war, wie gesagt, alles total abgegrast. Ja, vielleicht hätten wir auch am Freitag nochmal hin müssen oder hätten wir jetzt am Freitag alles kaufen müssen. Aber am Samstag, wie gesagt, bei uns war alles komplett abgegrast, alles komplett leer. Es kam mir so vor, als hätte H&M die schönen Sachen alle weggeräumt und so. Ja, deswegen gab es dann nichts. Auch für mich gab es nichts. Ich habe nichts bei Teleway oder so gekauft. Ich kaufe eigentlich immer was bei Teleway. Aber das war auch alles so leer. Also ich bin morgen nochmal in Lübeck. Und da schaue ich vielleicht nochmal bei Teleway rein. Aber ganz ehrlich, morgen gibt es halt auch keine Rabatte mehr. Und deswegen denke ich mir, kaufe ich da glaube ich auch nichts. Also ich bin da immer so ein bisschen geizig. Ja, und jetzt wollte ich euch noch ein Stoffwindelpaket zeigen. Von stoffies.de. Ich verlinke euch das alles in der Infobox. Und suche ich auch die Sachen raus. Und ich darf mit denen zusammen auch 2 Pakete verlosen. Schaut am besten auf Instagram vorbei, wenn ihr da Interesse habt. Da werde ich das nämlich verlosen. Einmal gibt es ein Body und eine Hose zu verlosen. Und einmal gibt es ein Stoffwindelpaket, glaube ich, zu verlosen. Also ich glaube, ein Stoffwindel und ein Redback oder so. Irgendwie sowas in der Art haben die sich auf jeden Fall überlegt. Und genau, ich wollte jetzt eben kurz mal zeigen, weil ich bin auch da richtig begeistert vom Paket. Ja, fangen wir an. Das ist das Paket. Und hier ist auch schon die Hose, die ich gerade erwähnt habe, die man auch bei dem Gewinnspiel gewinnen kann. Und zwar ist es extra so eine Pumphose. Die hat ein richtig langes Bündchen. Die kann man aber hier auch so, ne, so, dass sie halt länger mitwächst, kann man das hier so falten. Und die haben einen richtig schönen Poschi. Extra für Stoffbündeln hier so einen richtig breiten Poschi. Damit da auch die Stoffbindeln reinpassen. Das Ganze ist von Bo und Bo. Und ich finde das Design auch so süß mit den Rähchen. Richtig, richtig toll. Das war einmal das Erste, was da drin war. Dann war da drin auch ein Body. Und zwar auch natürlich selbstgenäht, auch von Bo und Bo. Und auch der ist extra hier so geschnitten für die Stoffies. Also hier unten so ein bisschen länger. Finde ich richtig toll und bin ich echt gespannt, wie die Sachen so sind. Hab da schon richtig viel von gesehen und so auf Instagram und wollte immer wissen, wie sind die Sachen eigentlich. Ja, dann haben wir noch ein Halstuch. Das ist auch von Bo und Bo. Richtig schön hier mit den Kätzchen und hier hinten auf der Rückseite richtig, richtig weich. Ist auch jetzt gut für die Jahreszeit. So, dann gab es einmal Waschlappen und zwar einen Riesenberg. Und Leute, ich habe noch nie so weiche Waschlappen gesehen. Die sind hier auf der Seite so unglaublich weich. Das hätte ich auch gerne am Poschi, ganz ehrlich. Ja, da gab es einmal zweimal dieses Design hier. Dann zweimal dieses Design. Dann dieses Design hier. Dann diese süßen Marienkäfer. Die süßen Hasen, auch einer meiner neuen Lieblingsstoffe hier. Das hier ist auch richtig toll. Ich liebe ja so Waldstoffe, ne? Das ist genau meins. Der hier ist auch richtig süß, ein bisschen was Buntes. Und der hier natürlich auch, ne? Wald, ganz, ganz toll. Ja, und wie gesagt, die sind echt richtig weich. Also falls ihr Waschlappen sucht, ne? Schaut da auf jeden Fall vorbei. Sowas habe ich echt noch nicht erlebt. Ja, und dann geht's zu den Stoffwindeln.
Savalotti, Kiwi. Kiwi, nein. Hier, das ist hier die erste Stoffwindel, auch wieder von Bo und Bo, und zwar eine Nachtwindel, also eine Höschenwindel. Ja, von drinnen sind die Höschenwindeln ja eigentlich immer alle gleich aufgebaut. Das heißt, wir haben hier eine kleine Einlage und eine richtig große, die man halt so faltet, damit halt wirklich in der Nacht richtig viel aufgesogen werden kann. Deswegen, genau, hat man hier halt so ein ganzes Paket und dann ist die ganze Windel an sich ja nochmal eine riesengroße Einlage, weil die halt richtig, die saugt halt komplett auf. Das braucht man halt so für die Nacht. Und dann kann man das hier so zumachen. Ich habe das hier auch schon in Lias Größe eingestellt. Also ihr könnt die hier auch einstellen. Ich habe die jetzt hier schon eingesnappt, weil Lia das, wie gesagt, so braucht. Die kommt jetzt auch direkt in die Wäsche. Ich warte schon die ganze Zeit, bis ich endlich das hier abdrehen kann. Und dann, genau, kommt es endlich in die Wäsche. Und da freue ich mich auch. Ich finde das Design auch so schön, ne? Sieht richtig toll aus. Also echt, auch echt eine meiner neuen Lieblings-Nacht-Pampis. So, dann geht's weiter mit dieser hier. Und das ist eine sogenannte Side-Snap. Side-Snap, glaube ich. Ja. genau, weil die Snaps hier zum Zumachen eben hier an der Seite sind. Das seht ihr, glaube ich, hier auf dem Bild ganz gut. Das heißt, wenn das Baby zum Beispiel auf dem Bauch liegt oder so, dann drücken diese Knöpfe hier nicht. Und genau, die sind hier eben an der Seite. Und hier könnt ihr es eben auch komplett einstellen. Also wenn euer Kind ein bisschen größer ist, dann könnt ihr das hier so einstellen. Genau. Ja. Ja, das ist eine All-in-One. Das heißt, die Einlage ist hier eingenäht. Und hier ist sie nochmal zusammengesnappt mit einer kleineren Einlage. Die könnt ihr also rausnehmen, falls ihr die nicht braucht. Genau, aber ich würde beide reinmachen, weil sonst ist das, glaube ich, ein bisschen wenig. Man kann natürlich auch noch mehr reinmachen, also boosten könnt ihr die auch ganz gut. Ja, aber sowas wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wie diese Side-Snap-Dinger sind, weil, ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Bin ich echt richtig gespannt und die Farbe finde ich auch irgendwie schön. So ein, so halt schlicht, aber finde ich total toll. Also bin ich echt voll begeistert, brauchen wir ja gar nicht mehr einpacken, können wir gleich direkt waschen. Das Ganze ist von Govia, kenne ich noch gar nicht, bin ich wirklich sehr gespannt, wie die sind. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da ein Update wollt. Genau, so, weiter geht's dann mit der vorletzten Windel schon, das ist die hier, die ist von Buttams. Die haben hier dieses Logo, diesen kleinen Knopf da. Habe ich auch schon richtig viel von gehört, getestet noch gar nicht und deswegen bin ich mega gespannt. Ja, das ist jetzt hier so ein, was ist das für ein Design, wie nennt man das? So ein bisschen Campen, Adventure, ja, so, finde ich ganz cool. So, und das ist, glaube ich, eine, also auch eine One-Size, seht ihr hier. Eine One-Size. Und hier sind zwei Einlagen drin, und zwar einmal eine richtig weiche, ne? Oh Gott, ey, das ist so weich. Die könnt ihr auch einsnappen, hier ist extra so ein Snap. Und die hier ist auch eingesnappt hier, also es ist eine All-in-Two, glaube ich, nennt man das. Also die werden hier eingesnappt, diese Einlage ist eingesnappt und dann kann man diese hier eben noch da oben drauf tun. Dann hat man eben ein richtig schönes Windelpaket, könnt aber auch andere Einlagen reinmachen, das ist gar kein Problem. Genau, so, dann gibt es einmal ein Redback und das Design ist ja wohl der Oberhammer, oder? Dass es solche Stoffe überhaupt gibt, ne? Das ist so krass. Und auch der ist von Buttams, ne? Seht ihr hier? Der ist echt so schön. Ich liebe das Design. Auch wieder ein bisschen größer. Passen so gut so 3-4 Windeln rein. Das finde ich immer ganz gut für unterwegs. Und dann kommt meine neue Lieblingswindel. Ich habe irgendwie immer wieder eine neue Lieblingswindel, wenn ein Paket ankommt. Aber schaut euch das bitte an, Leute. Ist das nicht schön? In dem gleichen Design hier zum Redback. Richtig toll. Die ist genau gleich wie diese hier. Also ist genau die gleiche. Nur in Super. Also in etwas größer. Genau. Und das ist also eine Größe L. Die wird die kleine Maus noch nicht brauchen. Und deswegen packen wir die auch so noch ein, bis sie die eben braucht. Das ist eben so. Ja, es gibt eben Newborn, dann gibt es eine One Size und dann gibt es eben noch eine Super für die etwas größeren Mäuse dann. Ja, jetzt fällt mir mein Handtuch hier auch schon wieder runter. Das beides kann ich jetzt hier einmal in den Müll tun. Und das andere werde ich, wie gesagt, jetzt in die nächste Windelwäsche mit reinschmeißen. Dann mal gucken, wie die Windeln so sind. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Ich werde mich jetzt tatsächlich verabschieden. Ich wollte euch das beides nur noch mal zeigen.
Und da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr beim Black Friday groß zugeschlagen habt. Also meine Eltern haben sich noch einen Trockner gekauft, aber auch der war jetzt nicht sonderlich im Angebot. Der hatte den ganz normalen Preis wie sonst, also den hätten wir sowieso gekauft. Genau. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!